Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Outer Worlds. Wir haben es bei den letzten paar Malen, wo hier so viel Trubel im Haus war, haben wir es geschafft, ein Raumschiff zu kriegen. Und zwar flugbereit und flugfähig. Wir sind jetzt auch schon, glaube ich, draußen im Orbit von dem Ding, wo wir waren. Und, achso, wir haben Fertigkeitspunkten. das sind ja wieder die großen. Ich weiß gar nicht, ob ich Nahkampf irgendwie großartig machen wollen würde. Ich bin, glaube ich, mit dem Fernkampf ganz gut ausweichen. Dialog. Ich finde, warum ist die Tarnung auf einmal nach unten? Ach, wegen dem Elite-Soldatenkörperpanzer. Ah, da bin ich natürlich schlecht im Tarn, verstehe. So. Das haben wir, okay. So, dann haben wir hier die Vorteile. Wir können mir einen weiteren Vorteil verpassen. Wir könnten das auch sparen für die anderen gerade wahrscheinlich, ne? Ich weiß gar nicht. Können wir das sparen? Wobei, ich glaube, wir kommen ja über Level 50 irgendwann mal. Nee, passt schon. Waren vorher 80, ne? Ja, ja. Sprintgeschwindigkeit erhöhen. Was könnten wir denn hier nehmen? Begleitertötung. Ach, EP von Begleitertötung. Deine Begleiter können dir noch eine Menge übers Töten beibringen. Ja, da könnte man schneller leveln, ja? Was könnten wir denn machen? Schaden, wenn man allein unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob ich allein unterwegs bin. Dadurch, dass wir hier den Charakter wunderbar steuern können, ist das wahrscheinlich eher nicht so, dass wir, ne? Ich bin so unschlüssig. Ich glaube, hoher Wartungsaufwand, langsame Welt, ein bisschen weniger preisig. Pass auf, wenn es vielleicht verschenkt sein sollte. Jawohl. Okay. Gut, wir sollen irgendwo hin. Ich glaube, das ist hier mitgemacht, ne? Navigationsterminal, der Unreliable. Oh. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir sind jetzt hier. Wir waren hier auf Terra 2. Und jetzt ist die Frage, da drüben kommen wir noch nicht hin, ne? Warum kommen wir da drüben? Doch, hier, Skylla. Wir können jetzt zum Labor. Ein verlassener Astronaut. Warte mal. Monarch, einer der vielen Körper, die Olympus umschlägt. Haben wir überhaupt schon eine Aufgabe? Willkommen auf der Systemkarte. Hier kannst du alle Planeten des Systems sehen und dazu noch ein paar relevante Orte, die du womöglich entdeckt hast. Du kannst mit dem Schiff zu jedem freigeschalteten Ort fliegen, wobei manche Landeplätze besondere Codes und Schlüssel erfordern. Genau, da war was mit Codes und Schlüssel. Bevor sie die Landung freigeben. Die Reise zwischen Planeten ist gefährlich. Angestellten wird empfohlen, lieber die sichere Route zwischen Wohnung und Arbeitsplätzen zu... Ja, ist klar. Aufgaben, Tagebuch, hier, Auftragsart. Wir haben eine freie Passage, dazu sollen wir... mit Lettuce of Groundbreaker sprechen, okay. Wir haben hier noch ein... Ach ja, der VK lebt ja noch. Das Problem ist, wir kommen da wahrscheinlich nicht mehr rein ohne... ne? Und wir kommen auch wieder zurück, habe ich jetzt mitgekriegt. So, nach Groundbreaker müssen wir. Wo ist ein Groundbreaker? Ein Punkt ist hier. Das ist der andere Punkt. Hä? Hey. Warte mal, muss ich erst mal schalten. Warte. Sprichwörts. Sie kann ja eine. Musste für Dr. Wells nach Stellar Bay auf dem terraformierten Mond Monarch reisen. Okay. Nach Monarch. Was ist denn. Ich gucke mir aber erstmal das Labor an. Now arriving at Phineas's Top Secret Orbital Lab. Das sieht cool aus. Kann man eigentlich die Waffe wegstecken? Nee. Was habe ich denn hier eigentlich für Knarren die ganze Zeit? So, die ist vielleicht besser. Also, sie sieht schon interessant aus. Kommen wir da irgendwie hin? Also, problemlos? Ich glaube, wenn wir... Übergang, okay. Okay, es gibt also noch 5 weitere Charaktere. Begleiter ausgewählt, mitnehmen.
Oh, wir sind zu. Hello? Can you hear me? Ja, laut und deutlich. Oh, damn it, blast, that's loud. Ich fühle mich gerade ein bisschen verloren. I'm just securing my ongoing experiments and securing myself. Okay, da ist sein Schiff. Was der sich hier zusammengebaut hat, ja? Mind the mess. I haven't had a visitor since. In fact, I've never had a visitor. Da ist er ja. Da läuft ein Schwein. Hi. Wieso bist du da? Wissenschaftswaffen sind einzigartige Waffen mit Effekten, die ebenso mächtig wie schräg sind. Sowohl der Schaden als auch die Effekte der Wissenschaftswaffen erhöhen sich zusammen mit deiner Wissenschaftsfähigkeit. Uiui. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Feel free to try it on a marauder sometime. Geht nicht. Schweinerei. So. Oh, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Ah, super, danke. Ich will dir nur sagen, dass ich dir wirklich dafür dankbar bin, dass du mich aus der Hope rausgeholt hast. Du hättest mich ruhig fragen können. Ist es möglich, das Überwachungsgerät zu reparieren? Oh, warte mal. The one I gave you before your pod landed? Ruined, beyond repair. Impossible to find replacement parts. That's Halcyon Manufacturing for you. Don't worry about it. I'm reasonably certain you're not going to spontaneously expire. No need to monitor your recovery. Okay, du hast mich in den Weltraum geschossen, du Irre. Nee, das hier. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque... Mit Ausnahmen. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board and emptying my supply of necessary chemicals. Was anderes? Of course. What's on your mind? Genau, gibt es einen Grund, warum du dich hinter Panzerglas versteckst? Never know what being frozen did to your brain. There's always a chance you might turn violent. I've no desire to end up like Thompson. Da bist du selber schuld. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Hast du eine Minute? Absolutely. Let's talk. Hast du schon meine Crew getroffen? No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. Warum? Nice to meet you, Dr. Wells. I'm Parvati Holcomb. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible deniability while it lasts, shall we? Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed laboratory? It isn't as if I wanted privacy. Ich wollte dich nicht verärgern. No, I was being rude. I'm not accustomed to extending hospitality, and I've never had visitors before. For what it's worth, I am pleased that you found a crew, such as they are. I picked you out of the Hope for your talents, after all. It's only natural that others would gravitate toward you. Mhm. Ist ziemlich gut. Spare die Speichelleckerei. Ich wollte noch etwas anderes mit dir sprechen. Irgendwann mal hier. Yes, indeed. Well done. Also, you still haven't spontaneously liquefied, which pleases me immensely. Nach 70 Jahren kann sowas passieren. Was anderes? What's on your mind?
nichts weiter. Okay, pass auf, dann... Ein Zystenschwein, das sieht nicht gesund aus. Hier haben wir noch Teile. Sehr gut. Zerflossenes Schwein aufwischen. Eine Taschenuhr. Das ist alles Schrott zum Verkaufen, ne? Das muss ich mal bald wieder machen. Was ist das hier? Nachrichten. Passwort erforderlich. Hacken, überbrücken, geht nicht. Verdammt. Ja. Das ist einer von diesen Pots, wo wir nach unten geschossen worden sind, ne? Ja. Was haben wir da hinten? Sehr schön. Ne? Bubbles. Ich rede mit ihr. Man muss es gedrückt halten. Ah, ein einfacher Schuss reicht nicht aus. Da ist ein Huf. Was ist das da drunter? Ein Poster. Sehr gut. Seltsamer Körper im SK-System. Wer ist ein SK-System? Ich hoffe, ich bin nicht SK-System. So, dann hauen wir mal ab, wa? Später geht's wahrscheinlich noch da drüben hin, ne? Jetzt ist es versperrt. Jetzt haben wir nur... Warte mal, hier noch die Ecke. Ist was versteckt? Nö. Schade. Doch, hier. Ein bisschen cool, ja? Okay, dann reisen wir mal weiter. Wir suchen uns mal das nächste System aus. Wir schauen einfach mal, was wir da alles so Hübsches finden, wa? Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. Ach so. Ach, das ist nicht hier oder hier. Wir müssen hier hin. Ich dachte, das ist unser Schiff. Blödsinn. Unser Schiff ist diese Plubbel da. Jetzt habe ich das erstmal gerafft. Okay. Ich hatte jetzt ein bisschen was mehr erwartet, aber schon wieder? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named June Leigh Tennyson. Okay, so gut kann sie nicht sein, das Ding ist ein Schrotthaufen. Warte mal. I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. Ah, wir cool. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borsten Beans, she could teach me all manner of stuff. Klar, wir können jetzt gleich am Maschinenraum vorbeisehen. Ich dachte, du hättest gesagt, du könntest dieses Schiff in Schuss halten. Möchtest du etwa von meiner Crew zu ihr wechseln? Ich glaube nicht, dass ich... Warte mal. Gosh, no, Captain. I am to stay so long as I'm welcome. I figured June Leigh and I could confabulate over wireless or by message. And maybe when we put into Groundbreaker, I could stop by to visit her sometimes. But only when you don't need me with you. Ja, wir gucken. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Vielleicht... Did you want to talk about something else? Nö, du hast gefragt. Ich glaube, dass sie dadurch bessere Fähigkeiten hat. Jetzt muss ich mal noch eine andere Sache machen. Ich bin nicht so sonderlich zufrieden mit der Rüstung. Die Rüstung ist zwar super, aber kann man die hier irgendwie nach Wert? Da ist eine Viererrüstung. Drei. Also die größte Rüstung ist oben. Ich ziehe wieder die normale an. Ne? Die hat keinen Malus, richtig? Nee, die hat keinen Malus. Das ist besser. So gut der bessere Panzer ist, der Größe, aber Malus ist doof. So, wir nehmen sie wieder mit und gehen zur Groundbreaker. Jo. Jane Ellison, hi. Just checking your ship's manifest.
Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Das ist aber ein hübscher Helm, ja. Don't mind the heat. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will get it sorted before then. Du, wegen der Hitze macht man einfach bloß die Schotten auf, ne? Dann wird hier alles abgesaugt, dann wird's kalt draußen, weil der Weltraum ist kalt und dann ist hier, also schnurstracks ist ja alles zu Ende. Boah, hier sind That's Leute. This half would just knock out one of my workers. Yeah, with a toss ball stick, I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses? He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. I need a drink. Na, was hast du angestellt? Going for a stroll around the docking base? Mir ist vorhin aufgefallen, dass du dich mit jemandem gestritten hast. Ist mir nicht aufgefallen, ich habe bloß hier die Schlichtung gerade gesehen. Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardets all at once. Oh, du bist genau der Richtige für mich. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. Ah, gehofft auch noch. Ich würde gerne eine Version hören, was ist passiert. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Und dann habt ihr eure Meinungsverschiedenheit wie Erwachsene beigelegt, nicht wahr? That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman and I'm just a back-bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Hast du schon einen Plan? Enjoy my freedom. Scrounge together enough bits for a zero G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Ich bin der Captain der Unreliable, im Prinzip schon der vorherige Captain. Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Ich habe deinen Namen nicht mitbekommen. Ich bin Firefox. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Boss, oh, das geht runter wie Öl. Das geht runter wie Öl. So, was haben wir denn? Sie läuft immer noch. Hi. Just arrived. Head over to customs. Wheeler needs to process you. Ich muss prozessiert werden, okay. Do you mind? I'm trying to file a report. Okay, mach einen Report. So. Immer hinter sich die Tür zu machen. Oh. Was haben wir hier? Hey, stop that! What do you think you're doing? Oh, just be careful next time. Ich muss meinen Lootfinger unter Kontrolle kriegen. Toll, Ruf bei der Groundbreaker gesenkt. Na toll. Warte mal, was habe ich, wo habe ich gespeichert? Borstwurst? Was ist das denn, eine Borstwurst? Habe ich das schon gelootet? Ja. Ich muss echt meinen Finger unter Kontrolle kriegen. Dockarbeiter. Okay, das sind Dockarbeiter. Manchmal frage ich mich, wo geht's denn hier unten eigentlich hin, ne? So, wir müssen da theoretisch lang. Ich gehe mal hier oben lang. Oh. Für mehrere Verbrechen und Widerstände gegen Vorstandsentscheidung inklusive war nicht beschränkt auf mehrere oder alle der folgenden. Aufrührertum, Fälschung, Verschwörung, Verschwörung zur Verschwörung, unlizenzierte Ausübung des Arztberufs, Zerstörung von Vorstandseigentum. Das ist also... Puh. Descenders in our midst. Mhm. Defeat our Fuß, Borstwurst.
Jetzt etwas Borstwurst. Eieiei, das wär's. Das wär's. Borstwurst. Hi. Oh, wer ist das denn hier? MacReed. Wegen mehrerer Fälle von öffentlicher Trunkenheitsverstörung von Groundbreaker-Eigentum, unbezahlten Dockgebühren und Widerstand gegen die Festnahme. Informationen über den Aufwalt von MacReed oder MacRed sind an Kommandantin Sanita weiterzugeben. Ein Hinweis, dich zu melden, kannst du halt inhaftieren. Uiuiuiui. Das ist Phineas nochmal. Chairman Rockwell und Minister Clark. Hm. Die sehen gut aus. Customs and Inspection, right this way. Ja. Bin gleich da. Ich muss mal immer. Hier haben wir einen Händler und hier haben wir. Was ist das für ein Händler? Hier könnten wir Klamotten, Waffen kaufen, Waffenteile. Die Waffenteile brauchen wir für ein Upgrade, ne? Können wir aber nur einmal kaufen. Okay. Achso, warte mal. Ich kann ja noch. Nee, verkaufen kann ich noch. Oh, ich kann für Schrott verkaufen. Ich kann Schrott verkaufen. Okay. Ich könnte auch ein paar Waffen verkaufen, die ich wieder hier unnötigerweise doppelt und dreifach habe. Wächtersäbel, den können wir verkaufen. Und den können wir verkaufen. Den Betäubungsschläger behalte ich mal. Den Plasmaschneider können wir verkaufen. Sehr schön. Boah. Von denen haben wir auch schon zwei. So, ich glaube, die Heilmittel, die lasse ich mir mal. Und auch die Sachen lasse ich mir mal. Wie viel Kohle habe ich jetzt? 1500. Was gibt es denn noch Hübsches? Rüstung gar nichts. Waffen? Ein Wurfballblocker? Aha, eine Art schwere Keule. Ich verstehe. Eine Schockkanone? Gut, jetzt nichts Dramatisches. Fernkampfwaffenmod. Da muss ich noch gucken dann. So, was haben wir hier drüben? Andere Waffen und Rüstung. Gut. Taktischer Schutzhelm. Das ist ein fortschrittlicher Schutzhelm. Das ist ein taktischer. Der sieht cool aus. Was kostet der? 100? Kaufe ich. Und hier haben wir Nahkampffertigkeiten plus 5. Blödsinn. So, mal gucken. Auch wenn wir damit schwächer sind. Ich will bloß mal. Cool. Das sieht gut aus. So. Ja, ich bin fertig. Hi. Identification, please. Hawthorns ID vorzeigen. Oh. Hätte ich speichern sollen? Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. Ich nehme alles zurück. Ich bin nicht Hawthorne und das ist nicht mein Schiff. Warum habe ich den Scheiß gemacht? You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Wieso denn hier? Wieso das Schiff? Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Okay. Oh, großartig. Ich werde mit ihm reden und die Sache richtigstellen. Das muss ein Fehler sein. Ich werde diesen Bedford-Typen den Hals umdrehen. Ach, warte hier, warte mal. You take the starch out of him? Well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Ja, welcher? Wanda Dorset over in Sick Bay. Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Ihre Lieferung? A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Okay. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Ja, ich möchte wieder abreisen. Hier.
The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Wo kann man was trinken? Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. Okay, danke. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. Ein Job, genau, das wäre gut. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. Two biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Ich suche eher nach etwas vor Ort. Are you pulling my leg? Ich bin neu in der Ecke. Ich würde nur gerne deine Version hören. Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. So ist das, ja. Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing bays. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Wie passt die Groundbreaker in das Bild? Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirtside, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. Also gibt es irgendwo eine Vorstandsetage, der alle diese Unternehmensleiter sitzen. Sitting around, drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. Glad to help. They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their steads. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished. They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. Okay, so viel Auftragsgeber hier. Relative to the board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich, but they aren't likely to look too close at your work history either. Okay. Commandant Sunita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Jun Lei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. Ich glaube, damit kann ich meine Reputation nach oben drücken. If you're thinking to make a career here, don't waste your time. Full-time jobs on Groundbreaker tend to be inherited, or go to a fellow crew member's kid. Keep it in the family, you know. All right. Schon alles durchdekliniert hier, ja? He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Es herrschen also Spannung zwischen Groundbreaker und dem Vorstand. They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top and manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. Aber wieso habt ihr dann meinen Frachter hier beschlagnahmt, ne? Über einen reparationsbedürftigen Zustand. Ihr könnt den Vorstand dazu bringen, sie in Stand zu setzen. Freut mich, dass ihr eine Angst hättet in den Bastard. Setzt sie ruhig weiter und druckt. Warte mal, hier. You mean the heat? Sure, we could make them fix it. But what would they do in retaliation? They got assault cruisers, gunships and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard? Maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new Groundbreaker and put us out of business. Sure thing. Be seeing you. So, ich darf jetzt durch, ja, ne? Ja, ist jetzt offen.
darf sogar mit der Waffe rumreden. Hast ja Martet wieder. Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time nor loitering. Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. Warum schickst du denn keinen Martet, um ihn zu verhaften? Oh, I will. Soon as the chief approves the personnel reorg required for a bounty dispatch. So, in about 3 to 7 weeks. Okay, dann nehme ich den auch schon an. You and about 6 other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head. Or his lucky lighter, as proof of kill. I do hope you're the lucky hunter, though. Good luck and skip speed to you. Was haben wir denn noch? Still waiting to hear back on that bounty for McRed. That aside, not much else. Groundbreaker's keeping calm at the moment. Oh, warte mal, Phineas Wells. The outlaw scientist fella, right. The board's had it out for him for ages. If you have an inkling of the where's or what for's of his location, Udon Bedford would surely like to hear it. To the board, yeah. You've read his wanted poster. Whole list of things to get their unders in a wad. But he's never done nothing to Groundbreaker, so I've no problem with him. We keep the poster up to keep the peace is all. Okay, der ist ja relativ sicher, also. Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my duties real serious. I would have no qualms whatsoever escorting you to a cell. Understand? Ja, verstanden. Ich hab's ja kapiert. Then get to business or get moving. We're the security force here on Groundbreaker. Started back before the crossing, you know. The original force was made up of a marine detachment from the 77th Marine Expeditionary Unit, Trailward Fleet. Folks started calling us Mardets because it was easier to say. Guess it stuck. Okay, was bist du hier für einer? Hi there. Haven't seen you around before. What can Groundbreaker Security do for you today? This is the security desk, sir. Ach. If you're here to report a crime, you'll want to talk to Commandant Sunita. I'm not authorized to take incident reports anymore. Wieso nicht mehr? Warum? I'm not so good at filing. Mix up first name and surname 1, 2, 7 times. Well, folks are liable to start taking your filing privileges away. Oh. We can't just let anyone walk in here. I wouldn't be, well, it's not, we just don't. Maybe if you clear an open bounty and get in good with Commandant Sunita, or help Chief Tennyson fix this heat, that might warrant a thank you tour or something. $810. Well, let me think about it for a minute. No? Appreciate it. You being so understanding and all. Was wäre, wenn manche dieser Waren mir gehören würden und ich sie zurückhaben wollte? That'd be awful weird. On account of you should be locked up back here too then. Oh, na ja, ja. All right. Sure. And stuff from outside the system too. Off the interstellar freighters. That's why we also have so many armed Mardets on duty here. All right. Okay, hier drinne ist also einiges, na nicht im Argen, da liegt einiges rum. Das ist jetzt nur ein Mardet, ne? Da können wir nichts weiter machen. Hey. Hey. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. Hearing things. Notes. Auf nicht autorisierte Personen im Sperrgebieten wird ohne weitere Befragung das Feuer eröffnet. Um Sperrgebiete zu durchqueren, kannst du kämpfen, schleichen oder den Holomantel einsetzen. Ausstehende Strafzahlungen müssen vom nächsten Verwandten des Verstorbenen beglichen werden.
Ich habe nichts gemacht. Ich gehe da wieder zurück. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Du hast ein Ausweismodul gefunden, das du mit dem Holomantel kombinieren kannst. Wenn du das damit verbundene Sperrgebiet betrittst, wirst du automatisch getarnt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier, wie das aussieht, ne? Was ist das hier? Ah, das ist die Werkbank, okay. Hier ist das Sperrgebiet, da kommen wir jetzt noch nicht rein, richtig? Nee, da kommen wir doch schon rein. Das können wir nicht mitnehmen, da stehen gerade Leute daneben. Komischerweise, das können wir mitnehmen. Können wir da eigentlich hoch? Nee, können wir nicht. Brauchen wir nicht probieren, können wir nicht. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur. Vorstandsvorsitzender Rockwell hat sich trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit genommen, um mit uns über Minister Clark und seinen Einfluss in der Kolonie zu reden. Es war wirklich wundervoll, in den vergangenen 8 Jahren mit Minister Clark zu arbeiten, so Rockwell. Sein Vorgänger hat ebenfalls gute Arbeit geleistet, aber Clarks intellektuelle Brillanz ist wirklich außerordentlich. Das Programm zum vorzeitigen Ruhestand ist nur der letzte einer langen Reihe an Initiativen unter seiner Führung, die dafür sorgen werden, dass Halcyon auch weiterhin der Neid aller äußeren Kolonien bleiben wird. Die Wurfballpolitik wird immer turbulenter, nachdem die Circus-Time-Clowns ihr komplettes Team ausgewechselt haben. Als Reaktion auf eine Anfrage erwiderte der Eigentümerliga, dass das Unvermögen der Clowns, das Finale zu erreichen, ein entscheidender Faktor bei ihrer Organisation war. Auf die Strategie ihres neuen Teams angesprochen, erklärte ein Sprecher der Clowns, ihre Strategie sei die gleiche wie immer, Wurfball, Sieg, nochmal. Huch, schluck, schluck. Ich habe mal gespeichert. Keine Mitte gekriegt. Sehr gut. So. Wow. Rizzo's Mock Apple Cider. A hard cider for a hard life. Rizzo's Purple Berry Fudge, a soft, sour candy shell around a sweet purple berry flavored center. Suck it. Wow. You can do it. Kann man? Gibt es hier sowas wie einen Fotomodus? Nee, ne? Schade. Oh, das würde ich jetzt gern. Was haben wir denn hier? Nischt. Ist aber auch eine Menge Wachen hier unterwegs. Chief wants to reduce board traffic. Give tramp freighters more power. Oh, hier sieht voll die Party ab. Seeking relief from the heat? Till June Lay gets those radiators fixed, I've got the next best thing. Ah, yeah. Stellar Bay proper? Tough to say. The board recalled all the nav keys about 10 years back when the corpse pulled back to Terra 2. It's overrun with beasts, I heard. Big ones. Kind of chew your face off for fun. Might all be bored propaganda, though. If you're aiming to get to Stellar Bay, you're gonna have to get your hands dirty. The board don't like them that truck with Monarch. But I ain't the one you ought to be asking. Try Gladys on the promenade. She'll fix you up. So, was hat sie denn? Nothing you need and everything you want. Ach so. Zugangsbeschränkte Ware. Adrenatime, okay. Mal kaufen. Haben wir schon Schrott? Nein. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Alles gut. Wo geht's denn hier hinten lang? Ins Lager. Da ist sogar was Verschlossenes. Hier ist noch was Offenes. Ach, die Küche. Mmh, sieht das
das toll aus hier. Huch. Die Klo ist direkt neben der Küche. Na, ist doch praktisch. This is Halcyon News. We interrupt your... Halcyon. Ich muss mir das merken mit dem Halcyon. Das sieht schon... Bell's Shells. Mhm. Ui. You know that sound when you've snapped on an injector clip? That's how you know your weapon loves you back. Ah ja. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Dann zeig mal. Ja, ein paar Waffenmods sind hier. Aber ich glaube, die sammle ich lieber ein. Ne? Also, was haben wir hier für eine Maschine? Gute Frage. So. Moment. So. Was sind wir denn hier eigentlich? Boah, ist das riesig. Genau, okay. Hier ist... Was nicht hier passiert? Schwächen-Tutorial? Spacer Choice hat eine Schwäche gefunden. Auf deinen Abenteuern können deinem Charakter Dinge passieren, wegen denen ihm eine Schwäche angeboten wird. Du kannst die Schwäche ablehnen, doch wenn du sie annimmst, erhältst du dafür einen Vorteil. Dauerhafte Verkrüppelung. Deine Beine wurden ein paar Mal zu oft verletzt, was sich negativ auf dein Lauftempo ausgewirkt hat. Effekte? Lauftempo minus 30%. Du kannst nicht ausweichen. Belohnung? Nö. Nehme ich nicht. Also die Schwäche nehme ich nicht. Was haben wir hier? Stoßpistole? Frankie hat einen Tipp auf ein paar Bergungsgüter erhalten. Einer der alten Hangars der Groundbreaker war abgesperrt, bis ihn wer gefunden hat, als er bei den Dockarbeitern rumspioniert hat. Lylia will, dass wir dort ihre Flagge hissen, sobald wir die Neuankömmlinge entfernt haben. Aber erstmal darfst du da Aufklärung betreiben. Such nach einem losen Panier, kletter hoch auf die Betten und zurückwand. Lylia sagt, wir sollten aufpassen, sie glaubt, uns folge irgendwer. Naja, typisch Lylia. Okay. Finden wir das hier irgendwo? Einer der alten Hangars war abgesperrt. Aber erstmal darfst du da aufklären. Suche nach einem losen Panel. Kletter hoch auf die Betten und zurückwand. Okay. Da wird irgendwie was noch zu finden sein. Das Ding ist riesig hier, ja? Oder ist das hier das alte... Oh Gott, guck mal, wie viele Ebenen. Uiuiui, da gibt es ein paar Ebenen. Da haben wir eine Medical Bay, da haben wir die Space Choice. Was ist das hier drüben? I know she's in there, Mpuru. You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. I'm sorry. Am I causing a scene? Ja, keine Ahnung. See, Mfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jesse in the first place. Let me get one thing straight. Jesse and I are not friends. I just owe her, okay? Okay. As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Mag sie nicht immer, aber sie ist nach, wie es ihr geht. Warte mal, vielleicht kann ich ja bei Jesse vorbeischauen. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Something I can help you with? Ich würde gern mit Jesse reden. If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell you what I've told the others. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount, so no, you may not see her. In den Akten steht, hast du überhaupt schon mit ihr persönlich geredet? She's not my patient.
I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. Okay, kaufen. Not without dispensation from Chief Jun Lei, I fear. Supplies are hard to come by out here. We don't have the ability to manufacture our own medical supplies here on Groundbreaker. Uh-huh. Regrettably, we are dependent on the board for such mundane items as bandages and antibiotics, as well as more critical resources like adequately trained staff. We'd nearly signed a supply agreement with Anticleos, but they demanded we only use their branded drugs, and that's simply not tenable. Okay. Take care. Die Frage ist, ich speichere ab, ob wir nicht wirklich hier hinkommen. Guck mal hier, die raucht einfach. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Ich soll dir von Wieler ausrichten, dass du ihm wegen der Lieferung nicht mehr auf die Eier gehen sollst. Warte mal. Wir reden mal vernünftig. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Wer ist Irion? Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Surgery mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. Okay, und woran liegt das? The board won't let their doctors and nurses station here, and they own all the medical schools. If we can't hire their people, we can't hire anyone. Everyone on staff here on Groundbreaker was trained by me or Idris. We're good, don't get me wrong. But we've only two heads between us, and we don't know everything. Okay, dann suchen wir nach dem. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. A place is probably crawling with outlaws. Okay, das können wir natürlich erst machen, wenn wir mit dem Flieger loskommen, ne? Patient verspürt ungewöhnliche Nebenwirkungen nach der Dekryonisierung der letzten Reise, beklagt sich über längere Tage und mehr Langeweile, als würde die Zeit selbst langsamer werden. So schwere Komplikationen habe ich noch nie erlebt, habe eine höhere Stimmdosierung verschrieben. Ich bin zwar optimistisch, was die Symptombehandlung angeht, aber der Ursprung macht mir Sorgen. Ich werde mich bei ein paar Megafrachter-Crews und einigen Konzertärzten auf Terra 2 melden. Aktualisierung. Ich habe erfahren, dass interstellare Mannschaften das Phänomen als Sprunggrippe kennen und jeder jemanden kennt, der das schon mal hatte. In extremen Fällen ruiniert das Körper und Geist des Betreffenden komplett. Vorstandsmediziner, die mir geantwortet haben, bestanden darauf, dass sich der Patient die Symptome ausdenke, um seine Pflichten zu vernachlässigen. Ich glaube nicht, dass mein Patient simuliert, aber wie beweise ich das, wenn der Vorstand sich nicht mal meine Indizien anschauen will? Weil er nämlich nicht arbeitet. Ganz einfach, deshalb. Simuliert ja. Guck mal, da drüben ist schon Blut gespuckt worden. Also, ne, so in etwa jedenfalls. Ah, hier hinten ist die Restricted Area. Hier haben wir nochmal Ausweismodul. Ich brauche unbedingt einen Holomantel. Waste Disposal, da waren wir schon drin, ne? Ja, machen wir. Sieht schon geil aus. So, was haben wir hier? Ein Public Terminal. Öffentliche Ankündigung zur Nahrungsmittelsituation Schiff beschlagnahmen. Warte mal, zwei. Es folgt eine allgemeine Bekanntmachung zu unseren Beschlagnahmungsrichtlinien. Wenn der Vorstand euer Schiff beschlagnahmt hat, dann müsst ihr das mit dem Vorstand klären. Ihre Botschaft befindet sich im protzigen Gebäude gegenüber der Sublight-Lagerhalle. Schickt alle Fragen, ausstehende Gebühren und Hassbriefe dorthin, vor allem die Hassbriefe. Wenn die Groundbreaker euer Schiff beschlagnahmt hat, zahlt die verdammten Gebühren und lasst meine Leute in Ruhe.
Suche Arbeit. Suche dringend nach einer neuen Crew, die mich aufnehmen kann. Ich hänge jetzt schon seit fast einem Jahr in Halcyon rum. Keine Ahnung, warum ich keine Stelle finde. So lange musste ich noch nie warten, um wieder auf einen Frachter zu kommen. Ich wollte eigentlich einen von diesen seltenen Frachtern zurück zur Erde nehmen, aber ich konnte keinen finden und selbst die kürzeren Frachtrouten zu den inneren Welten werden wohl heutzutage seltener befahren als die Außenweltrouten, okay? Hey, also das ist meine Geschichte. Mein Schiff war in verdammt schlechtem Zustand, konnte mich gerade noch so zur Groundbreaker schleppen. Wir konnten weder den Treibstoff noch die Reparaturgebühren, die Andockgebühren oder die Gebühren fürs Nichtbezahlen der anderen Gebühren bezahlen, weshalb ich hier jetzt wohl festsitze. Dann haben sie mir mein Schiff weggenommen und es an die Schrotthändler verkauft. Jetzt ist meine Kreditbewertung natürlich am Arsch und kein Konzernfrachter will mich anstellen. Ich hoffe, dass es da draußen einen guten Samariter gibt, der mir eine Koje und Arbeit anbieten kann. Danke fürs Lesen. Diese Nachricht wurde in den letzten 436 Tagen 56 Mal geöffnet. Wer im Weltraum lebt, dann nimmt, was er kriegen kann. Und wir kriegen nur muffiges Fleisch, eine Menge Salz und 11 verschiedene Sorten Senf, als ich das letzte Mal gezählt habe. Versucht das Beste daraus zu machen. Okay. Da ist doch was zum Hacken. Ich speichere mal vorher. Hat jemand Private Taylor gesehen? Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Wie sieht es eigentlich mit der verstopften Toilette aus? Wenn Chief Guying mir irgendwas beigebracht hat, dann, dass die Moral der Crew im direkten Verhältnis zur Qualität des Klos steht. Und ohne ordentliches Klo gibt es auch keine Privatsphäre. Das ist menschenunwürdig. Also lasst uns das endlich beheben. Von Space Cat. Auch wenn unser letztes Treffen auf der Groundbreaker schon fast 20 Jahre her ist, hatte ich gehofft, wir könnten die alte Gang nochmal zusammentrommeln. Natürlich ist heute einiges anders. Manche von uns sind jetzt Fernflieger, einige arbeiten für Konzerne, andere sind vermutlich schon tot und wieder andere fristen ein jämmerliches Dasein auf Tartarus und lesen diese Nachricht nicht. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Auf meine letzte Einladung hat leider niemand reagiert. Ich hoffe, das heißt nur, dass ihr mit Familienfesten und euren Jobs beschäftigt seid. Bleibt freischaffende Space Cat. Hey Leute, nach meiner Dashkova-Rundtour bin ich gerade wieder aufgetaucht. 2 Jahre hin, 2 Jahre zurück. Ihr könnt euch sicher meine Verwundung vorstellen, als ich per Funk von der Groundbreaker-Crew mitgeteilt bekam, dass ich das Andocken verzögern würde. Aus einer Stunde wurden 5 und daraus dann Tage. Am Ende mussten wir eine ganz verdammte Woche auf diesem verfickten Schrotteimer verbringen, bevor wir endlich andocken durften. Und weil wir die ganze Zeit natürlich nur Däumchen drehen konnten, wurde keiner von uns bezahlt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe laufende Kosten, eine Familie, die ich viel zu selten sehe, und verdammt hohe Schulden. Auch wenn ich nicht arbeite, muss ich meine Zahlungen trotzdem leisten. Das für euch etwa fair? Haben wir Megafrachterarbeiter denn keine Rechte? Wir sollten was dagegen tun. Wer mir zustimmt, schickt mir bitte eine Nachricht. Ich antworte dann, wenn ich wieder von Gensan zurück bin, also in 3 Jahren. Diese Nachricht kann mit der aktuellen Freigabestufe nicht mehr abgerufen werden. Okay. Ach, da... Byzantium, ihr gold-plated Bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now or I'll detain you for trespassing. Oh, real scary. You're really gonna arrest us on our station? Yeah, this is Chief Junlei's ship. You don't own shit here. Step back. I'm required by board bylaws to use excessive force. The Mardets would space you for trying, you waste of O2 scrubbers. Yeah, O2 scrubbers. Look, just get out of here before I tell your captain what you've been getting up to on the clock. Ah, whatever. We got a date at the Lost Hope anyway. Is this really what you want to be doing with your life, Marcy? Guarding stairs for that walking mustache Udon fucking Bedford? I gotta get off this detail. Have you seen this man? Reward offered. Ja, habe ich nicht gesehen. Ich weiß gar nichts, ich sehe gar nichts. Ah, guck mal, hier ist Greasy. Okay, was haben wir hier noch? Hier ist das Engineering, wo Hilfe benötigt werden würde. Hier ist so viele Punkte hier. Was ist das eigentlich für ein Ziel gerade? Habe ich so viele Aufträge aktiv? Nee. Das sind die ganzen optionalen Sachen. Ach so. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen was mal tun. Da müssen wir ein bisschen was tun. Was haben wir hier noch? Ilke. Nee, Ike. Ikes Rüstung. Sprätwurst. Ist doch eine Ratten... Oh, bitte nicht. Okay. CNP Borsten Baked Beans. When you need to... Letzte Benutzer werden gelernt. Callahan, Arison B.,
Abgemeldet, abgemeldet. Benutzeranzeigen Callahan. Aktuellen. Achso, die ist noch angemeldet von. Du hast deine Wahl getroffen, als du den Vertrag von Spacer Choice unterschrieben hast. Mhm. Ich sag nochmal, der Hut passt irgendwie nicht. Irgendwas stimmt nicht damit. Wie viele Leute haben das Ding vor mir schon getragen? Ist das jetzt mein Leben? Denn wenn das so ist, dann muss ich das akzeptieren. Dann bin ich eben euer Mondmann. Aber am Ende wird nichts mehr von mir übrig sein. Geht's dir gut, Liebe, Liebling? Mom. Ich hoffe, dir geht's gut, Mom. Dachte, ich melde mich mal wieder. Ich habe viele Ingenieure als Kundschaft. Ich erinnere mich daran, als ich zu Hause auf Terra 2 als Mechaniker gearbeitet habe. Lilia Hagen von Sublight hat mir gesagt, dass ich immer noch eine Karriere im Bergungsgeschäft anstreben kann, wenn das hier nicht funktioniert. Kannst du Detten die anderen für mich drücken? Ich finde es echt toll, dass wir so in Kontakt bleiben können, Mom. Kleine Erinnerungen an zu Hause sind wichtiger denn je. Viel Spaß mit den tollen Spacer's Choice Produkten, die ich dir geschickt habe. Du, die kriegst du auch bei dir daheim, aber ich dachte, du freust dich, weil ich ja Konzernrabatt und so kriege. Martin. Die Hitze. Das Büro, das Firmengelände von Halcyon Holdings, sind ausschließlich für die Abwicklung offizieller Vorstandsangelegenheiten vorgesehen. Personen, die Vorstandseigentum unrechtmäßig gebrauchen, werden entsprechend abgestraft. Zum Vorstandseigentum gehören unter anderem das Büro von Halcyon Holding hier auf der Roundbreaker, der Platz direkt vor meinem Schreibtisch, der Platz direkt hinter meinem Schreibtisch, mein Eingangsbereich, mein Liegeplatz und, was am wichtigsten ist, meine Treppe. Vielen Dank für die Kooperation, Udem Redford, zertifizierter Vermittler. PS, ich möchte noch anmerken, dass der Nächste, den ich beim Trinken auf der Treppe vor der Botschaft erwische, Bekanntschaft mit der unwirtlichen Seite einer Luftschleuse machen könnte. PPS, ich muss diese Ankündigung bereits zum dritten Mal veröffentlichen und es hängt mir wirklich zum Hals raus. Mit Einverständnis des Vorstands werde ich ungebührlich verhalten, ohne zu zögern nachgehen. Wen ich erwische, der kann mit einer angemessenen Bestrafung rechnen. Felix Millstone. Warum steht hier Felix Millstone? Das ist doch der, den wir ganz am Anfang getroffen haben. Oh, 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 oh. Okay, pass auf, dann mache ich hier an der Stelle ein kleines Folgenpäuschen. Das ist ja schon wieder so lange. Man verliert sich hier in diesem Spiel auch definitiv und muss zu viel entdecken. Vor allem Borstwurst zum Beispiel. Ne? Wir müssen dahin, wir müssen dahin, wir müssen überhin. Und eigentlich müssen wir noch wo ganz woanders hin. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, wohin. Hier. Da kriegen wir unser optionales Dings hier erst, ne? Uiuiui, warte mal, Nebenauftrag, wer ist da? Kritische Lösung. Wir haben einiges zu tun. Aber nicht jetzt, beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.